Hey Leute, es ist 7:39 Uhr und es beginnt ein neuer Tag in 7 Days to Die. So, und da ja aller Anfang schwer ist, zeige ich euch jetzt erstmal, was ihr hier zu Anfang am besten macht, um euch so ein bisschen zur Wehr zu setzen gegen irgendwelche Zombies oder Tiere, die hier rumlaufen, die ihr dann auch gleich mitnehmen könnt. Als allererstes haut ihr euch erstmal einen Baum ab. Das ist total simpel, indem ihr mit der linken Maustaste eurer Maus die ganze Zeit draufklickt, gedrückt haltet und auf einen Baum einschlagt. Hört ihr schon? Er fällt ein, da müsst ihr ein Stück zurückgehen, weil ihr sonst Schaden kriegt. Jetzt ist es ähnlich wie bei Minecraft. Habt ihr hier die Baumstämme? So. Sammelt ihr auf. Ja. Wenn ihr diese Baumstämme aufgesammelt habt, dann drückt ihr I wie Inventory. Wenn ihr I gedrückt habt, nehmt ihr euch einen von euren Baumstämmen, so, packt den in die Mitte, kriegt ihr Wood Planks, ja, Holzbretter. Diese nehmt ihr wiederum, packt sie wieder in die Mitte, kriegt dann Playwood, also so Bretter, so. Dann drückt ihr die nochmal in die Mitte, dann kriegt ihr einen Stick. Ja, und diesen simplen Stick, daraus könnt ihr euch jetzt einen Sharpened Stick machen, also einen angespitzten Stock, mit dem ihr stechen und schlagen könnt. Sehr gut. Das war's schon mal. Ja, mit diesem Stock könnt ihr jetzt auf Zombies einschlagen oder halt auf Rehe. Hier, da vorne, ich probiere das mal. Ah, der ist ja wahrscheinlich zu schnell. Mist. Jetzt habe ich ihn gehittet. Ja, komm her. Noch ein Hit gefressen. Mist. Schlecht. Wie schlecht. Dieses Reh, es macht mich völlig wirr. Treffe ihn, aber er geht irgendwie nicht tot gerade. Er will einfach nicht sterben. Er ist er tot. Wieder erschlagen. Mit dem scharfen Stock. So. Jetzt können wir natürlich noch looten. Ja. Es wird Stack. Oh, seht ihr? Und da habe ich ganz viele Fleisch gefunden, was ich später zu Nahrungsmitteln verarbeiten kann. Super. Vielen Dank.